ganz neues Projekt in unserer Gemeinde ist ein Projekt auf unserem lutherischen Friedhof, der ganz nah am Meer liegt, am Südstrand. Dieses Projekt haben wir genannt Ruhen inmitten der Wogen. Medius Tranquillus in Undes ist der Wappenspruch von Borkum und wir haben das ruhig inmitten der Wogen ein bisschen uminterpretiert, Ruhen inmitten der Wogen. Mithilfe des Hauses kirchlicher Dienste konnten wir, gefördert durch EU-Mittel, ein Projekt auf unserem Friedhof beginnen. Biodiversität auf kirchlichen Friedhöfen, so heißt das Programm. Und in diesem Zusammenhang haben wir im letzten Jahr eine neue Urnengemeinschaftsgrabanlage gestaltet. Tod und Leben ganz dicht beieinander, denn diese Fläche ist gestaltet worden mit ganz vielen Stauden, alle inseltypisch, sodass sie hier wunderbar gedeihen auf der Insel. Und es ist ein Geschenk, dort sehen zu können, wie die Insekten schwirren und fliegen, Schmetterlinge, Hummeln, Bienen, alles, was man sich nur wünschen kann, was in unserer Welt zunehmend ja weniger wird, was so erhaltenswert ist, um unsere Natur zu schützen. Und mit diesem Projekt leisten wir einen ganz kleinen Beitrag dazu. Aber es ist auch für uns Menschen ein ganz wichtiger Ort. Es gibt eben viele Symbole. Das Schiff ist ein Symbol, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Wir haben ein Kreuz auf dem Schiff, was den Mast des Schiffes darstellt. Und wir haben einen Anker. Man kann an dieser Stelle vor Anker gehen. Wir können bei Gott vor Anker gehen, aber in der Nähe dieses Ankers können wir auch unsere letzte Ruhe finden. Und nicht nur Insulanerinnen und Insulaner, sondern auch Menschen, die Borkum im Laufe ihres Lebens liebgewonnen haben, haben die Möglichkeit, auf unserem Friedhof hier auf Borkum ganz dicht am Südstrand an der heimlichen Liebe beerdigt zu werden.